Abschließend möchte ich noch ein Wort verlieren zu der Frage, ob es historische Vorbilder für einen Rundbogen gibt. Die Frage ist zu verneinen. Es sind keine Rundbögen aus der Vorbarockzeit oder aus dem Bachhaushalt erhalten geblieben. Das heißt aber noch lange nicht, dass Johann Sebastian Bach nicht mit einem Rundbogen hätte experimentieren können. Wir wissen ja, dass er sehr innovativ war im Instrumentenbau. Aber es sind keine Streichbögen in seinem Nachlass vorhanden. Wahrscheinlich hat man den Streichbögen keinen Wert beigemessen und man hat sie einfach weggeworfen. Es ist vor einigen Jahrzehnten eine Komposition eines Geigers und Komponisten ans Licht der Öffentlichkeit geraten. Der Komponist heißt Johann Paul Westhoff und das Stück heißt Sechs Suiten für Violine Solo, veröffentlicht in Dresden 1696. Westhoff hat für dieses Werk eine eigene Notationsform entwickelt. Mit anderen Worten, eine solche Notationsweise wäre sinnlos gewesen, wenn sie nicht ausführbar gewesen wäre. Johann Sebastian Bach war mit Westhoff höchstwahrscheinlich persönlich bekannt. Im 20. Jahrhundert gab es aufgrund von Albert Schweitzers Buch über Johann Sebastian Bach eine vorwiegend polemisch geprägte Auseinandersetzung um den Rundbogen. Die geäußerten Vorurteile sind großteils in Rudolf Gehlers Buch Der Rundbogen für Violine, Gedankenstrich, ein Phantom, Fragezeichen, dokumentiert. Dieses Für und Wider in Worten ist vor allem auf die enorme Schwierigkeit, einen funktionablen Rundbogen überhaupt zur Verfügung zu haben, zurückzuführen. Ein künstlerischer Beweggrund, einen Rundbogen in Betracht zu ziehen, ist die Überlegung, dass die Streichinstrumente ja drei- und vierstimmig erklingen könnten. Die linke Hand kann vier Saiten greifen. Es fehlt also nur noch der Bogen. Dies hat Bernd Alois Zimmermann 1967 mit seiner Interkommunikation für Cello und Klavier erkannt. Das ursprüngliche Manuskript sieht dezidiert einen Rundbogen vor. Ebenso auch Dieter Schnebel, der in seinen fünf Inventionen für Cello Solo aus dem Jahr bereits im Jahr 1986 einen Bachbogen, so wie er nennt, vorschreibt. Albert Schweitzer hat seinen Beitrag zum 200. Todesjahr von Johann Sebastian Bach, also 1950, nochmals und ausschließlich dem Bachbogen, also dem Rundbogen, gewidmet. Und abschließend auch auf die zeitgenössische Musikproduktion hingewiesen. Mstislav Rostropowitsch formulierte Gleiches anlässlich der Präsentation des Bachbogen in Paris im Jahr 2001. Was Johann Sebastian Bach anbelangt, so denke ich, dass es sich lohnt,
sich den utopischen Zielen, die hier wie in keinem anderen Werk angepeilt werden, mit neuen adäquaten Mitteln